Damit auch herzlich willkommen zurück hier bei Baldur's Gate und mit mir, dem Shade. Raus damit! Ja, wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben, waren in Dashkell und haben auch schon und Macht euch um stehen mich keine hier Sorgen. direkt am Start des zweiten Kapitels. Weil wir halt in Dashkell angekommen sind, hat er uns direkt in das zweite Kapitel geworfen. Wir hatten noch im Kapitel 1 gab es noch Landrins Sachen. Die könnten wir jetzt erstmal holen. Wir könnten noch ein bisschen hier die Gegend noch erkunden. Ich glaube, das werden wir erstmal tun. Wir erkunden mal hier den Jahrmarkt, bevor wir weiterziehen. Dann gehen wir nochmal nach Berge Ost. Erkunden ein bisschen den Jahrmarkt. Wen wir jetzt nicht mehr mitnehmen können, weil wir die Heilerin dabei haben. Hier hat man die Minen von Nashkel. Bevor wir dahin gehen, müssen wir Verstanden. erstmal zu Nashkel selber. Wir sind ja bloß auf dem Jahrmarkt. Meine Muse soll nicht zu euresgleichen sprechen. Was? Und da lag sie. Bleich und blutleer neben mir. Wehe den Elfen, sagte ich. Wehe all jenen, die auf diese Lichtung traten. Den Nosferatus Liebste, die einst wunderschön war, ist gestorben. Oh, sie ist gestorben. Zwischen vollen Schatztruhen und leeren Särgen, da kam die furchterregende Teufelsfledermaus. Rotes Blut, rote Augen, rotes Haar. Aber nichts roter als zwei scharfe Zähne. Ja, und so weiter. Klar, ihr wollt es, ihr bekommt es. Wenn das ein Reim sein sollte, war irgendwie schlecht. Kommt und seht, wie ich brennende Messer schlucke. Da sieht der Große. Bin stets bereit, andere zu unterhalten. Herzlich willkommen. Seid ihr in der großen Gassim-Show gelandet? Mit eurem einzigen wahren großen Gassim. Lasst mich den erstaunlichen, was Opa vorstellen. Den einzig explodierenden Oger der Welt. Schön. Ich bin stets bereit, andere zu unterhalten. Spaß für die ganze Familie. Also, probieren wir was diese beliebte Nummer noch einmal. Der Ober stimmt mir die Schnauze voll, oder? Vor allem immer dasselbe. ja. Ich bin stets bereit, andere zu unterhalten. Ihr seid entweder einer der treuesten Anhänger oder eine Sadistin. Na gut, noch ein letztes Mal. Was? Du kannst. Nein, Obhaf, nur noch ein letztes Mal. Dann kannst du wieder ins Zelt. Obhaf, leg die Waffe weg. Ich zerbleib dein Ist das geil. Was Fällt mir ein benötigt bisschen. ihr? Verstanden? Führ uns zum Sieg! Das war alles? Süß. Cool. Beim Schild von Tempus. Aber jetzt eine Heilerin. Damit. So gefällt mir die Gruppe schon. Ihr wollt Wir könnten es, noch mal überlegen, ihr was es. Brauchen wir als nächstes? Wir könnten noch einen Schwertarm gebrauchen. Ihr solltet Schneider wechseln. Eure Kleider sehen einfach entsetzlich aus. Oh, wie ungeschickt ihr alle seid. Ich meine wirklich, es ist Karneval, kein Gladiatorenkampf. Das ist ein Karneval, kein Gladiatorenkampf. Nett. Das ist ein herrlicher Karneval. Was für ein herrlicher Karneval, meine Liebste. Oh, ihr werdet nicht lange ungestraft bleiben. Ihr werdet nicht lange ungestraft. Jetzt reicht's.
Gegner, der ihn nachäfft. Hat es nicht anders gewollt. Nicht. Oh, jetzt haben wir ihn verscheucht. Gut so, muss er eine Meise haben. Ja, wir brauchen noch einen Schwertarm. Wen wir vergessen, da das eine Priesterin ist, ne? Eine Klerikerin. Können wir Dorn nicht mehr mitnehmen. Also, deine Freund? Oh, stimmt, ich quatsch ihn hier irgendeiner Blöde von der Seite voll. Haben Sie einen schönen. Geh mal nicht auf den Sack. Menschenskinner. Wo stehen geblieben? Ja, genau. Da wir jetzt die Klärungen dabei haben, können wir Dornen nicht mehr mitnehmen. Weil ich glaube, die werden sich nicht grün. Weil alles, was so Richtung Priester geht, da kannst du Dornen vergessen. Die werden sich dann irgendwann in die Haare kriegen. Und. Verstanden. Ja, irgendwann entweder bekämpfen oder dergleichen. Einer wird auf jeden Fall dann die Gruppe verlassen. Wie auch immer. Deswegen können wir Dorn an der Stelle schon erstmal vergessen. Ich hätte auch noch eine Idee für eine Zauberin. Ich hätte schon gerne noch einen Zauberer dabei. Einer, der auch Schriftrollen lernen kann. Weil das sollte ein bisschen nützlich sein. Wir müssen aufpassen, das sind glaube ich auch Hilfe, mich nicht alles täuscht. Nur von hier oben kommen wir, ne? Nee? Verstanden. Also ich hätte auf jeden Fall, ich würde gerne noch einen Zauberer und noch einen Krieger mitnehmen. Wo ich allerdings noch einen Krieger auftreiben soll, ist mir gerade ein bisschen Rätsel. Braucht durchaus noch jemanden, der Damage macht. Ja, klar, der Zauberer macht auch ziemlich gut Damage, aber Zauber sind meistens begrenzt. Ich hätte da gern noch ein Schwert mehr. Ist allerdings noch nicht so recht, wo ich ein Schwert herkrieg. Muss ich nochmal drüber. Mal überlegen, das wäre ja Dorn gewesen, aber durch die Klerikerin wird der, denke ich, rausfallen. Oh ja, ich glaube, ich weiß, wo wir noch eine herkriegen. Ich glaube, ich weiß, wo wir noch einen Krieger haben, aber ich weiß nicht genau, wo die ist, in welcher Region. Oh je, mir ja gerade noch gefehlt. Ich brauche ein Bier. Wie lautet Ihr Befehl? Fernkampf. Klartext, bitte. Was benötigt ihr? Raus damit. Ihr wollt es, ihr bekommt es. Wir werden mal ein bisschen die Strategie hier unten ändern. Ich hätte gern meinen Magier etwas weiter hinten positioniert. Wo haben wir es denn? Das. So, da muss ich mal sehen, wie die Aufstellung dann ist. Relativ gut so, die gefällt mir. Dass der Krieger vorne dran ist. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Ich hab keinen Bock zu erheben. So eine Meise an. Die haben tolle Sachen dabei. Das finde ich schön. Klartext bitte. Also. Macht euch um mich keine Sorgen. Das gefällt mir gut. Ja, wie gesagt, ich habe noch eine Idee für eine Kriegerin, aber ich weiß momentan gerade noch nicht, wo die ist. Irgendwo ist die. Ich glaube, für die kommt auch, glaube ich, nicht einfach so mit. Für die müssen wir, glaube ich, erst was erledigen oder so ähnlich.
Ich glaube, das war eine Zwerge, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann mich da auch gerade täuschen, ne? Ist egal. Wir werden sehen. So, waren wir es aber schon fast. Die Gegend wäre erschlossen. Frei von schwarzen Flecken. So, wenn wir kommen. Ja, wunderbar. Spielzelt. Da ist nichts weiter Interessantes, glaube ich, drin. Können wir ein bisschen Zeug jetzt verkaufen, aber... Klartext bitte. Was benötigt ihr? Ihr wollt es? Wir könnten mal Landrins Habseligkeit besorgen und die Magierin ausfindig machen. 12 Stunden Reisezeit. Erkunden wir noch die Gegend? Raus damit! Jetzt eine Heilerin. Macht euch um mich, das heißt, wir sind ein bisschen besser. Sind ein bisschen besser aufgestellt. Das sollten wir auf jeden Fall. Was uns hier hauptsächlich begegnet, sind, glaube ich, diese Halblinge. Oh. Ja, ich glaube, es waren Halblinge, ne? Dies, die Hauptfeinde, die uns hier entgegenstehen. Blau, okay. Blaues. KI der Gruppe ist übrigens wieder an. Wann auch immer ich die angemacht habe. Ich weiß es gerade nicht, aber... Solange die nicht anfangen, von alleine zu zaubern, ist alles gut. Ich glaube, bei Magiern ist es so, die nehmen die Fernkampfwaffe zuerst, dann fangen die an zu zaubern, wenn die keine Kugel mehr haben oder so ähnlich. Wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, wenn du denen den Kampfstab in die Hand drückst, eine Nahkampfwaffe, dann werden die erst Zauberblitzen. Genau weiß ich es allerdings nicht. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. So, haben wir die Seite schon erkundet. Jetzt haben wir sie. Da geht's nach oben, das wissen wir schon. Die haben wir schon erkundet. Geht's denn weiter? Das ist ein bisschen schön. Kleine Kobolde. Kobolde sind relativ easy. Relativ. Die können ein bisschen anstrengend werden. Mit einer Masse. Wenn die wenn die Pfeile haben. Dann auch ganz besonders. Weil dann haben manche auch Feuerpfeile dabei und sowas. Verstanden. Dann können die ein bisschen anstrengender werden, aber ansonsten gehen die eigentlich. Die werfen noch nicht viel Erfahrung ab, ne? Lager von diesen halb Orks. Dort, das war. So. Wunderbar.
irgendwas mitzunehmen? Nee, ne? Oh, wir können auch noch einen Helm mitnehmen. Gott, sieht der Scheiße aus. Ja, gut. Schleck. Was benötigt ihr? Ihr wollt es, ihr bekommt es. Helm ist Helm. So, gucken wir mal, was sich hier noch für eine Gegend auch gründet. Ist nichts weiteres, bloß die hier drüben. Verstanden. Die haben wir schon aufgedeckt. Dann reisen wir letztendlich nochmal nach Bergost. Da finden wir auch, glaube ich, die Magierin. Was auch ein Charakter ist, der mit den Zusatzinhalten kommt. Also mit, ich weiß gar nicht, DLCs war das, glaube ich. Oh, hier durch, ja, ne? Doch, ne? Die kommen gerade nicht hier lang, oder? Ist man denn noch? Hat eh noch auf Goblin, genau. Meine Klinge wird euch recht stutzen. Schön an meinem Tank bleiben, nicht ausreißen. Was Brot? Alpen Darwin. Herr, runter von meinem Grundstück. Eindringlinge. Das Eremitenleben ist ganz schön hart. Und wenn einen die Leute immer mit Fragen nach dem Sinn des Lebens belästigen, lest doch einfach ein Überwinden befehlt es so. Euer Grundstück wartet. Ich hatte gehofft, mit euch sprechen zu können. Habt ihr in eurer Abgeschiedenheit einzig gewonnen, die wir nützen können? Ziemlich direkte Frage, aber ja. Versuchen wir es mal. Einsichten? Ja. Schenkt nie einem Narren Glauben. Tritt niemanden, der sowieso schon am Boden liegt, und greif nicht mit bösen Händen in die Thron, wenn du keine Salbe hast. Jetzt könnte man noch richtig beleidigen. Das ist alles, was ihr anzubieten habt. Ziemlich enttäuschend, nachdem es so lange gedauert hat, euch zu finden. Sie fragt, ob das zu einer Quest gehört. Das war alles. Ja, ich komme, wir nehmen das. Das andere ist mir irgendwie, das ist irgendwie so viel. Ich sprüge dir dein Wissen raus. Ja, witzig. Niemand geschafft. Hab schon kapiert. Kurz und präzise. Das gefällt mir. Nein, eigentlich war gefällt. Was? Ich
ganz richtig. Passt mir gar nicht, war es schon eher, was ich sagen wollte. Ich habe euch nichts zu sagen. Geht. Fahrt eure Aura herunter. Was ist mit meiner Aura? Sag mir, was ihr seht. Ah, jetzt kann ich es euch ja sagen. Ihr sagt ständig, was meinen Sie bitte? Tut mir leid, dass ich die Begonien zertreten habe. Leider habe ich nichts Besseres zu tun. Nehmt Vorlieb damit, dass ihr ein besseres Innenleben zu haben scheint, als euer Auftreten es annehmen lässt. Ich glaube, dass ihr nicht ganz normal seid, aber um das zu sehen, braucht man kein drittes Auge oder viertes Bein. Jetzt hau ab, bevor ich mich gezwungen sehe, zu fliehen wahrscheinlich. Alter, was stimmt mit dem Typ? Leck mich doch am Arsch. Ist doch eine Meise. Remiten halten. Socks. Sag's euch. Juhu, ne Clip. Jetzt gedacht. Wieder zurück. Toll. War die Gegend auch schon. Das finde ich ganz gut. Das können wir so mit jeder Gegend machen. Da könnt ihr euch schon mal fest drauf vorbereiten. Ich muss das alles aufgedeckt haben. Ich weiß nicht, ob das mit irgendwelchen Zaubern geht, aber da wir noch ziemlich am Anfang sind, brauchen wir uns darum, denke ich, keine Gedanken machen. Ach, guck mal, hier haben wir den Kreischling von vor uns. Das war der Kreischling von hier ist der Fluss. Geht's noch ein bisschen rein. Da hätten wir es wohl schon. Gut, ziehen wir weiter nach Berge Ost. Und gucken uns mal dieses hässliche Spinnenhaus an. Ihr wollt es, ihr bekommt es. Wie sehen die Zauber aus? Latex bitte. Wir könnten vorher noch mal rasten. Hallo? Du könntest vielleicht auch eine Rast vertragen. Geisterhammer. Raus damit. Gut, rasten wir mal. Ich diene der flammenden Faust. Ich werde nicht zulassen, dass ihr Vagabunden die Straßen während meiner Wache verdreckt. Geht in ein Wirtshaus. Ihr bekommt es. Gehen wir hier mal rein. Verstanden. Um uns Bett. Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Wie wär's mit einem Whisky? Gut, wir können mal gucken. Wir trinken noch ein bisschen was und gucken mal, was so die Gerüchteküche sagt. Festbier. Mittsommernacht. Findet gerade in der Schkell statt. Ich weiß nicht, wie gut er laufen wird. Mit dem ganzen Ärger, der in letzter Zeit hier in der Gegend gab. Nur ein Jahrmarkt. Nur für einen Jahrmarkt lohnt es sich nicht, die Reise zu riskieren. Ja, wir haben ja schon. Also mittlerweile soll es wieder ein bisschen sicherer sein. Wir haben ja ganz gut aufgeräumt unterwegs. Achso, und da fällt mir gerade die Familie mit der Kette wieder ein. Die können wir auch gleich mal aufsuchen. Mist, wo war denn die? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
erkunden können wir hier die Geschenke auch noch später. Wenn die endlich mal ein bisschen gelevelt hat. Aber wir sind gleich soweit. Ich glaube, wenn wir die nächste Quest abgeben, dann hätten wir das erledigt. Dann geben wir der mal ein paar Skills, was Schlösser öffnen angeht. Das hat sie verdammt nötig. So, wo war denn das Haus von dieser Familie? Oh, ich glaube, wir müssen das suchen. Ich habe keine Ahnung. War hier das Haus von der Familie? Nee. Moment, wer seid ihr? Also hier war es definitiv. Macht euch um mich keine Sorgen. Was benötigt ihr? Wollt es? Ihr bekommt es. Das war irgendein Haus, wo dir ein Butler entgegenkommt. Auf noch Mann. Raus damit, verstanden. Klartext bitte. Was benötigt ihr? Kommt, nervt jemand. Ich brauche ein Bier. Raus damit, Klartext verstanden. War das das Haus von an der Ecke? Ist hier? Hier so? Macht euch um mich keine Sorgen. Oder war das noch weiter oben? Butler, genau. Macht euch um mich keine Sorgen. Halt! Du bist so. Ein Stück von Tempus. Nehmen wir mal die Kette ab. Bring dir mal die scheußliche Botschaft. Seine Familie leider. Raus damit, ihr wollt es. Ist leider dahin gerafft. Oi, der Dummschwätzer. Ich will keine Besucher. Ich fühle mich so schlecht, seit mein Sohn verschwunden ist. Ich habe dem Namen gesagt, er solle diesen gefährlichen Zeiten nicht reisen. Vor allem nicht mit Frauen und Kindern im Schlepptau. Aber er kann ja nicht hören. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Halt. Wo habt ihr dieses Amulett? Ein paar Narren haben sich auf den Weg nach Nashkel gemacht und wurden von Räubern überfallen. Sie hatten keine weitere Verwendung dafür. Oder für die anderen Dinge, die sie bei sich führten. War kein schöner Anblick, aber letztlich habe ich davon profitiert. Das ist für war ein schrecklicher Anblick. Eine junge Familie ermordet während eines feigen Überfalls. Dies gehörte zu ihrer dürftigen Habe. Das gehörte meinem Sohn. Bitte, kann ich es haben? Sicherlich, mein Herr. Es ist bedauernswert, dass ich nicht früher kam, um ihren Tod zu verhindern. Genau, ein bisschen Süßholzraspel. Nein, schmieren. Hab Dank. Es ist schon komisch, wie ein Stück geschliffenes Glas einen solchen Wert erhalten kann. Das hat uns immerhin, hätte uns 400 hat uns gefordert, das zurückzukaufen. Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu es hat sich der Ruf verbessert. Ja, wunderbar. Sie kann endlich mal ein bisschen aufsteigen. So, Taschendiebstahl, ne? Ganz ehrlich. Alles. Ach nee, Schloss öffnen, nicht Taschendiebstahl. Was tue ich? Fallen finden ist sicherlich auch ganz nützlich oder auch Fallen stellen wäre wichtig gewesen. Aber ganz ehrlich, wir sind jetzt Schloss öffnen schon erstmal lieber, dass sie das auf die Reihe kriegt. Gut, das war's auch schon. Wir könnten die zweitklassig machen. Ja, wir könnten die, glaube ich, noch zu einer Magierin machen. Aber ich will darauf verzichten und will, dass die eine Diebin bleibt. Aus dem einfachen Grund, weil Fallen stellen und Schlösser öffnen doch ziemlich wichtig sind. Wie wir schon so das eine oder andere Mal festgestellt haben. So, du hast uns hier so kein Gold dagelassen oder so? Aber das finde ich jetzt nicht nett. Ja? Ich habe genug davon. Weißt du was? Ich sehe mich mal ein bisschen. Vielleicht hast du ein bisschen was, was mir gefällt. Ich muss das Amulett wieder rein. Also, Erfahrung schön und gut, aber Schicht Schattenland.
Gold. Jawoll. Du kannst mir nicht erzählen, dass du hier nichts hast. Schlafanzug. Hier lang! Sieht er uns hier schon, wenn ne? Ah, viel was, ne? Ihr wollt es, ihr bekommt es. Jetzt könnten wir auch alle Häuser hier so ein bisschen durchsuchen. Ihr wollt aber es, ihr bekommt es. Sagen, das können wir noch später machen. So, was wollten wir jetzt? Wir wollten die Magierin holen. Ach, und die Plage da unten beseitigen. Das wollten wir ebenfalls machen. Das machen wir jetzt noch. Oder nee, ich sehe gerade, das machen wir später. Wir sind schon wieder an der Zeit. Das machen wir nicht so lange. Ich würde sagen, das heben wir uns dann für später auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.